Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem kleinen Jubiläum, Folge Nummer 20 vom Elite Let's Play. Es geht nicht ganz da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich habe das ja mal kurz angesprochen, dass ich gerne ein bisschen offscreen oder beziehungsweise off-camera weiterspielen möchte. Weil wenn ihr mir dabei zuguckt, wie ich immer nur die gleichen Missionen mache, immer von A nach B fliege, ist das ja auch irgendwie langweilig. Das habe ich auch getan und ich habe... Mal nachschauen. Na, ich habe jetzt 11.000 Credits noch auf meinem Konto. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt, mein Cockpit sieht ganz anders aus. Es ist nicht mehr die Eagle, nein. Momentan fliegen wir mit der Viper. Die Viper war so ein kleines Ziel von mir. Die wollte ich eigentlich noch erreichen, bevor die nächste Beta startet am 30. Und das habe ich jetzt auch geschafft. Und die schauen wir uns jetzt auch mal an. Gehen wir in die Garage. Und hier seht ihr sie schon. Ja, mal schauen, dass wir einen guten Blick darauf bekommen. Das ist sie von hinten. So, das ist doch ein netter Anblick. So, die Viper habe ich auch schon ein bisschen ausgerüstet. Habt ihr vielleicht gerade schon beim Springen zwischen den Kameraperspektiven gesehen? Ich habe eine Multicannon, noch eine Multicannon und noch eine Multicannon. Einen der Pulslaser habe ich drin gelassen, weil mir dann eben das Geld gefehlt hat. Das Ganze hat zusammen, lasst mich nicht lügen, vielleicht 140.000 Credits gekostet. Denn das sind keine stinknormalen Multicannons, die sind Gimbal, das heißt, die sind zielsuchend, die richten sich auf das Ziel aus, was vor euch ist. Und dazu sind sie noch overcharged, das heißt, sie sind quasi übertaktet. Die bringen noch ein bisschen mehr Leistung, beziehungsweise haben mehr Damage Output als das normale Modell. Überhitzen dadurch natürlich auch schneller mein Waffenmodul im Schiff. Ist aber bis jetzt noch kein so ein ganz großes Problem gewesen. Also ich kann fast ein ganzes Magazin mit allen drei leerfeuern, bevor dann meine Waffenenergie so weit unten ist, dass ich nicht mehr schießen kann. Müsste sich aber dadurch beheben lassen, dass wir eben neues Powerplant in den... Na, müssen wir ein Powerplant einbauen? Auf jeden Fall müssen wir in die Viper ein neues Powerplant oder ein Power Distributor einbauen. Muss ich mir nochmal genau angucken, was da am meisten bringt. Ich meine, es wäre das Powerplant, das uns mehr Energie gibt, die wir dann eben durch einen besseren Power Distributor auch besser auf die Waffen verteilen können. Aber gut, bei dem Punkt bin ich noch gar nicht angekommen. Denn wie ihr vielleicht seht, gibt es hier einen Gimbal Laser zu kaufen, aber keinen Powerplant und auch keinen Power Distributor. So, Cargo-Kapazität habe ich so gelassen, wollte ich jetzt nicht großartig was machen, aber da ich so ein bisschen mir gedacht habe, wir können doch mal was machen, was wir noch gar nicht im Let's Play gemacht haben. Wir lassen das Bounty Hunting sein, wir lassen das Kurierleben sein. Wir machen jetzt einfach mal tatsächlich einen auf Pirat, also wir spielen jetzt... Als richtiger Pirat versuchen wir unsere Ziele nicht nur danach aus, ob sie gesucht sind oder ob es sicher ist, sie anzugreifen. Nein, wir greifen die jetzt gezielt an, gucken uns an, welche Schiffe Cargo dabei haben, was wir ihnen vielleicht klauen können. Aber dafür brauchen wir noch einiges. Und das Problem ist, wir können jetzt hier nicht, hier an der Station zumindest nichts kaufen, was wir dafür benutzen könnten. Denn zum einen brauchen wir natürlich ein größeres Cargo-Rack. Es bringt nichts, jemanden 4 Einheiten Cargo zu klauen. Davon können wir nicht leben. Das reicht einfach nicht. Und das andere ist, wir brauchen unbedingt einen Cargo-Scanner. Ich habe nämlich keine Lust, mich abschießen zu lassen von irgendeinem Authority-Vessel, nur weil ich irgendeinen Hauler abgeschossen habe oder angeschossen habe, der dann nur Müll dabei hat, also Toxic Waste oder Scrap oder so ein Scheiß. Also ich will da schon die Ziele raussuchen, die wirklich hochkarätig sind. Und außerdem will ich auch halt beim Scannen auch sehen, so, okay, was haben die dabei, wie ist das Schiff ausgerüstet, da müssen wir uns dann, ja, da müssen wir eigentlich mit dem Standard-Scanner hinkommen. Dann sehen wir, glaube ich, die Waffen der Schiffe. Aber auf jeden Fall, diesen Cargo-Scanner brauchen wir auch noch. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld machen. Und um das zu tun, wohl oder übel, müssen wir tatsächlich noch ein paar Missionen fliegen oder eben uns Kopfgeld holen. Ich stimme dafür, dass wir uns das Kopfgeld holen. Ihr könnt sowieso nicht mit abstimmen. Ist ja nicht live. Von daher gehen wir jetzt auf Kopfgeldjagd. Sind in Azeban City. Bekannt aus den ersten Folgen. Innere Systeme. Da, wo alle starten, errunnen. Und wir gehen jetzt, denke ich mal... Na, wo fliegen wir hin? Wir fliegen zum zentralen Stern. Zur Nav-Beacon und suchen uns da noch ein paar Kopfgelder zusammen. Und dann würde ich sagen, wenn ich da angekommen bin, sehen wir uns wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Dieses kleine Stück Weltraum sollte euch eigentlich bekannt vorkommen. Hier haben wir nämlich in den ersten paar Folgen richtig viel Zeit verbracht. In der Navigationsbeacon in errunnen. Wir fangen auch gleich mal an,
die anderen Schiffe hier zu scannen und dann zeige ich euch auch mal, warum ich mich dafür entschieden habe. Jetzt werden wir gescannt. Warum ich mich dafür entschieden habe, diese Gimbaled Multicans zu benutzen. Weil Multicans ist ja eigentlich gegen Schilde ziemlich scheiße, da sind Laser doch viel besser. Ja, ist das so? Aber drei Multicannons haben so eine unfassbare Durchschlagskraft, wenn dann einmal die Schilde unten sind. Da ist es gar nicht mal so schlimm, dass es dann was länger dauert, die Schilde runterzukriegen. Das werde ich euch hoffentlich gleich zeigen können. Und hier seht ihr noch einen Riesenvorteil von der Viper. Die ist einfach unfassbar schnell mit fast 400 Meter pro Sekunde, wenn ich booste. Für ein zukünftiges Piratenschiff gar nicht mal so schlecht. Da können wir auch gut vor der Authority abhauen, beziehungsweise vor den Authority Vessels. So, Marty McFly in der Cobra. Den holen wir uns doch gleich mal. Und schon geht's los. Ihr seht unglaublich hohe Feuerrate. Die Schilde müssten auch gleich unten sein. Das Problem ist, die müssen nachladen, die Waffen. Das heißt, Dauerfeuer ist nicht unbedingt drin. Geht aber wegen der Hitze sowieso nicht. So, und jetzt sind die Schilde unten. Und die Hülle schon auf 91%. Das hätten wir mit Lasern nicht geschafft. 80%. 70. 50. Also ihr seht, das macht schon echt Sinn, die Multicans zu benutzen. Und da sie Gimbals sind, müssen wir auch gar nicht mal so genau zielen. Was natürlich für den Munitionsverbrauch auch super ist. Jetzt scheint die Cobra hier abhauen zu wollen. Aber den Gefallen tun wir ihm nicht, dass er das schafft. Ah, und jetzt ist er rausgesprungen, verdammt. Und es werden uns gleich auch noch zwei neue rote Ziele auf dem Radar angezeigt. Könnte sein, dass das Piraten sind. Die jetzt auch auf uns abgesehen haben, die mit der Cobra zusammengeflogen sind. Ist aber auch manchmal einfach nur ein Bug und die werden rot angezeigt, obwohl also gar nichts gegen mich haben. Finde ich ein bisschen blöd. Das ist aber schon seit der Beta 2, seit Anfang der Beta 2 ist das so. Es irritiert halt manchmal, wenn man auf der Suche nach einem Ziel ist und dann sieht, da ist auch immer was Rotes auf dem Radar, denke ich halt immer direkt, ich hätte jetzt irgendwie wieder Scheiße gebaut. Vor allem passiert es auch manchmal bei den System Authority Vessels. Und da denkt man sich ja natürlich direkt, scheiße, Kopfgeld, muss ich erstmal zweimal checken, bis ich sicher bin, dass es sich nur um den Bug handelt. So, und da vorne ist auch einer rausgesprungen. Geht ja gut los hier. Erinnert mich ein bisschen an die alten Folgen, also die, was heißt an die alten, so lange mag ich das Let's Play ja noch nicht. An die ersten Folgen, wo uns regelmäßig die Schiffe weggesprungen sind und wir nicht scannen konnten. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder so eine Session. Aber mal schauen. Was haben wir denn noch so auf dem Schirm? Im Moment kein Schiff in unserer Nähe. Ja, wie gesagt, die Multicannons, die haben zwar Munitionsverbrauch. Ich kann, glaube ich, 2000 Schuss mit mir rumtragen. Oder 1900 irgendwas. Und dafür sind die Projektile aber... Oder ich sag mal, die Feuerrate ist deutlich höher bei Projektilwaffen als bei Laserwaffen. Und dadurch habe ich eben diesen unglaublich hohen Damage-Output, den ich mit Lasern eigentlich so nicht erreichen kann. Zumindest nicht so lange, wie es mit den Multicannons möglich ist. Da würden mir die Laser gnadenlos überhitzen und ausfallen. Jetzt haben wir hier eine Viper, das ist System Authority, okay. Der scannt uns auch gerade. Da sind noch zwei Ziele auf meinem Radar. Ein Hauler. Der ist sauber. Und ein Lakon Type 9. Ach, verdammt, der ist auch sauber. Und das andere Schiff müsste eigentlich die Systempatrouille sein, ist es auch. Aber da scheint es noch mehr auf meinem Schirm zu geben. Mal gerade anschauen. Da ist nämlich noch eine Cobra. Die auch noch gesucht ist. Okay. Versuchen wir es nochmal mit einer Cobra. Was ich auch ziemlich cool finde, ist dieser unfassbar geile Sound der Waffe. Also der Multicannons. Target Shield offline.
Einzige, was noch besser klingt, ist halt eine richtige Canon. Da kommt meiner Meinung nach nichts ran, weil die einfach so einen Wumms hat, den hört man richtig. Müssen wir auch ein bisschen Gas geben hier, sonst fliegt die uns wieder weg. Ja, und da ist sie wieder weg. Sehr schreckhaft, die NPCs heute. Beim letzten, bei der letzten Kopfgeldjagd nicht. Oh, und da vorne scheint was abzugehen. Da ist nämlich eine gesuchte Kobra. Vielleicht kriegen wir die zumindest, weil die greift gerade selber ein Schiff an. Oh, und die hat, ich glaube, Railguns. Nicht, dass uns das noch zum Verhängnis wird. Ich habe auf jeden Fall was blau blitzen sehen. Das müssten Railguns gewesen sein. Und Gimbalt Lasers. Scheint auch ziemlich gut gepanzert zu sein, aber wir machen jetzt kurz einen Prozess und unsere Waffen überhitzen schon. Dadurch, dass ich so lange feuern kann, habe ich ein bisschen das Energiemanagement aus dem Blick verloren. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Die Cobra macht es nicht mehr lange. Nämlich noch genau 1-2 Sekunden und dann war es das. Genau in dem Moment, wo unsere Schilde offline gehen. So, und wir haben 10.000 Credits verdient. Das ist dann gar nicht mal so schlecht. Und wieder ein rotes Ziel auf dem Display. Das jetzt nicht mehr rot ist, warum auch immer. Aber noch mehr Ziele auf dem Display. Aber unsere Schilde sind offline, das ist nicht gut. Ich lade die mal lieber wieder auf. So, und da vorne sehe ich noch, sind das Schiffe? Müssten eigentlich zwei Schiffe sein. Na, das sind Container, aber da ist eine Asp Explorer. Okay. Keine Bedrohung, ist doch sauber. Jetzt ruckelt das Spiel hier ein bisschen, was ist denn jetzt los? Und da vorne geht schon wieder ein Gefecht ab, da mischen wir uns auch mal wieder ein. Und zwar fliegt da eine Sidewinder. Die ist gesucht. Und den Kill klauen wir uns jetzt einfach. Na, war wohl nicht so ganz super. Oh, was fliegt denn da in unser Sichtfeld? System Authority Vessel hat wahrscheinlich ein bisschen gelaggt. Knallt uns dann voll vors Cockpit. Gut, hier scheinen wir jetzt erstmal alles abgeräumt zu haben. Fliegen wir mal wieder zum Zentrum des Geschehens hier. Zur Nav Beacon zurück. Ah, Moment, da kommt noch eine Cobra rein. Aber die ist sauber. Lassen wir ziehen.